Oh, hallo Leute. Ja, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Kochvideo auf meinem Kanal, zu einem neuen Harry Potter... Nein, das ist komplette Verarsche, Leute. Es ist kein Harry Potter Kochvideo. Wir werden heute etwas kochen, was mir persönlich ein großes Herzensanliegen ist, weil es eines meiner absoluten Lieblingsgerichte ist. Spaghetti Bolognese. Und zwar nach meinem Rezept und auch in vegetarisch. Ja, tatsächlich, Leute. Also seid gespannt und ich verspreche euch, es ist eines der geilsten... Nein, es ist das geilste Rezept, was ihr jemals im Internet finden werdet. Los geht's. Also Leute, wir zeigen euch jetzt mal, was ihr alles für die geilste Bowle überhaupt braucht. Und zwar haben wir das einmal hier zusammen aufgebaut. Ist jetzt nicht die schönste Anrichteweise, aber es tut seinen Zweck. Womit fangen wir an? Am besten mit dem Vegetarischen, was witzig ist, weil alles ist vegetarisch. Wir haben hier eine Staude Sellerie, von der wir allerdings nur zwei solche Stangen brauchen. Ist euch mal aufgefallen, wie scheiße das ist, dass man diese Dinger nur als so ganze Staude kaufen kann, aber als Einzelhaushalt oder mit zwei Personen man so ein Ding eigentlich nie verbrauchen kann? Ist kompletter... Weiter geht's. Dann haben wir hier einen Teller mit ein bisschen sehr alten Möhren. Die sind schon ein bisschen weich, aber ich denke mal nicht, dass das dem ganzen Abbruch tut. Also sehen aus wie die Finger meiner Oma. Und dann eben noch eine ebenso schrumpelige Peperoni, die meiner Freundin schon das Fürchten lehrte. Kleine Info, Leute, wenn ihr mit sowas arbeitet, reibt euch nicht in den Augen oder sonst wo, wo es wehtun könnte. Ja. So, dann haben wir hier noch einen Teller und zwar mit... Onions mit Orion der Jesus-Zwiebel in dreifacher Ausführung. In diesem Fall dreimal, weil sie so klein sind. Die sind ja klein, Leute. Ich liebe Zwiebeln. Meine Freundin liebt Zwiebeln. Perfekt. Und keine Sorge, wir brauchen nicht eine ganze Knolle Knoblauch, sondern nur so 2, 3, 10. Aber sieht halt schöner aus, wenn sie ganz ist. Womit machen wir weiter? Wir brauchen Gemüsebrühe. Und meine Freundin schwört auf diese komische Wörle-Gemüsebrühe. Das hier ist übrigens keine bezahlte Produktplatzierung. Deswegen steht oben unbezahlte Werbung. Weil ich hierfür kein Geld kriege von denen. Aber das kann sich gerne ändern. Schatz, kannst du da vermitteln? Ja. Cool. Dann haben wir hier die beste Alternative zu Hackfleisch. Und zwar die von Mühlenhof. Da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung machen. Ist auch Mühlenhack. Genau, von dieser Marke da. Also ich krieg auch keinen Cent dafür, Leute. Aber es ist wirklich gut. Ich als jemand, der wirklich gerne Fleisch isst, ist davon so überzeugt, dass ich mir kein normales Hack mehr kaufen werde. Es ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen, davon braucht ihr eine oder zwei Packungen. In unserem Fall eine Packung. Wenn ihr das Doppelte kochen wollt, dann nehmt halt alles mal zwei. So, dann brauchen wir einen Flocken Butter. Wir brauchen Rotwein, der übrigens sehr deliziös schmeckt. Dann brauchen wir ein bisschen Olivenöl. Wir brauchen Gewürze. Salz, Pfeffer ist wie immer an der Tagesordnung. Dann brauchen wir Oregano. Und dann brauchen wir noch so einen Beutel, das hat mir mein Bruder aus dem Urlaub mitgebracht. Kräuter der Provence. Yo Leute, kurzer Zwischencut. Wir haben vergessen, den Tomatenmark mit einzubringen. Wir haben vergessen, das Tomatenmark hier mit einzubringen und daher, ihr braucht auch einen Esslöffel Tomatenmark. Und noch einen kleinen Einspieler, Leute. Wir sind einfach viel zu blöd, um die Zutaten hier zusammenzustellen. Ihr braucht natürlich für die Bolo noch stückige Tomaten. In unserem Fall haben wir jetzt hier welche mit Kräutern schon geholt, aber ihr könnt natürlich auch ganz normale Ballontomaten oder ohne irgendwelche Zusätze holen. Dosentomaten. Aber ganz wichtig, Dosentomaten. Die kommt hier nicht mit frischen Tomaten an. Ja, das war's. Und jetzt fangen wir an zu kochen. Let's go. Ja, Leute, was ich vergessen habe, man braucht natürlich für Spaghetti Bolognese, ihr ahnt es schon, Spaghetti! In diesem Fall original 100% italienische Spaghetti. Gut, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Schritt, und zwar unser Mise en Place. Bedeutet wie immer, dass wir die einzelnen Zutaten zurechtschneiden. Und ich glaube, ich beginne jetzt einfach mal mit den Möhrchen. Die müssen wir jetzt nämlich einmal schälen und dann in möglichst kleine Würfel schneiden.
da haben wir sie nun, Leute. Die kleinen Karottenwürfel in besonders kleiner Ausführung. Warum wir die so klein schneiden, das werdet ihr gleich erfahren. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit unserem Mise en Place. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum Stangensellerie. Der muss eigentlich nur ebenfalls in kleine Würfel geschnitten werden. Genau das machen wir jetzt. Los geht's. Als allererstes geht ihr einmal her und schneidet hier unten das weiße Stück so ein bisschen grob schlächtig ab. So, ungefähr da, wo das Grüne so langsam anfängt. Oben nehme ich auch mal ein Stück weg, weil da ist es meistens ein bisschen vertrocknet. So. Und diese Stangen werden wir jetzt weiter verarbeiten. Es gibt Leute, die sagen, dass man die extra nochmal schälen muss, so wie Rhabarber ungefähr. Ich persönlich bin da kein großer Fan von. Ich mache das eigentlich immer ohne die vorher zu schälen und damit kommt man eigentlich auch ganz gut klar, vor allem für die Zubereitungsmethode. Im nächsten Step gehen wir jetzt her und schneiden die ebenfalls in dünne Stifte, alle so ungefähr von 1 cm Dicke. Und diese kleinen Stifte schneiden wir dann ähnlich in solche großen Stückchen runter. Wichtig ist hierbei, dass die einzelnen Zutaten, sprich der Stangensellerie, die Möhren, die Zwiebeln und auch nachher der Knoblauch, ungefähr, ja gut, der Knoblauch, den könnt ihr nochmal ausklammern, aber auf jeden Fall Stangensellerie, Möhren und Zwiebeln ungefähr die gleiche Größe haben. Ja, hier kann man jetzt erkennen, dass wir ein bisschen weniger Stangensellerie haben als Möhren. Das soll aber eigentlich nicht so sein. Also Stangensellerie und Möhren sollen im gleichen Anteil da sein. Deswegen werde ich jetzt nochmal eine Stange Sellerie extra dazu nehmen. Gut, jetzt haben wir hier die gleiche Menge, ungefähr die gleiche Menge Stangensellerie und Möhren. Das heißt, wir gehen nun über zum dritten und letzten, ja gut, den Knoblauch vielleicht auch noch, aber da ist es nicht so viel Arbeit. Deswegen sind es jetzt eigentlich nur noch die Zwiebeln und, ach ja gut, die Peperoni, aber da ist eigentlich auch nicht so ein großer Aufwand. Also im Grunde sind es jetzt wirklich nur noch die Zwiebeln, die wir kurz in genauso große Stücke schneiden müssen wie Möhren und Stangensellerie. Das haben wir in den vergangenen Kochvideos schon sehr, sehr oft gemacht. Deswegen denke ich mal, muss ich euch das nicht zeigen, aber vollständigkeitshalber lassen wir euch so ein bisschen dran teilhaben. So, und zwar wie immer schneiden wir oben einmal den Kopf ab. Nehmen das überschüssige Zeug einmal weg, schneiden die einmal in der Mitte durch, dann kann man hier besser die Haut runterpimmeln. So, und wenn ihr die Haut von der Zwiebel runtergeholt habt, meine Freundin meinte, das Braun ist okay, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf. So, dann schneiden wir einmal quer rein, je nachdem wie groß die Zwiebel ist, auch ein zweites Mal. Und dann schneiden wir kleine Spalten von oben nochmal in die Zwiebel rein. Und dann direkt runter. Und voilà! Wir haben kleine Zwiebelwürfel. Die Zwiebelwürfel könnt ihr im Übrigen direkt hier mit zu dem Sellerie packen, weil beides gleichzeitig in die Pfanne kommt, macht es keinen Unterschied, die müsst ihr nicht trennen voneinander, also einfach alles in einem Pott. So, Zwiebeln, Karotten und Stangensellerie sind jetzt geschnitten. Also fehlt eigentlich nur noch die Chilischote und der Knoblauch. Kümmern wir uns erstmal um den Knoblauch. Da geht's eigentlich mehr nach Geschmack, wie viele ihr da nehmen möchtet. Ich und meine Freundin sind schon relativ Knofi-verrückt, aber auch nicht so ganz Knofi-verrückt wie andere Menschen. Und von daher würde ich sagen, drei, Schatz, passt das? Drei oder vier. Ja, es sind sehr große Zehen, wir können aber auch gerne vier nehmen. Packen wir vier Zehen rein, dann stinken wir ordentlich nachher. Und ja, den Knoblauch, den pellt ihr erstmal runter. So, jetzt haben wir unsere viel zu vielen Knoblauchzehen hier am Start. Und dann nehmen wir einfach nur mal kurz den kleinen Kopf weg hier. Da sind ja diese Strunkteile, die möchte niemand im Essen haben. Dann nehmen wir uns einmal Knoblauchzehe, halbieren die einmal so. Und da machen wir jetzt auch kein großes Ding draus. Die müssen jetzt nicht nur eine schöne quadratische Form haben, sondern einfach nur möglichst dünn aufgeschnitten. So, machen wir so kleine Spalten raus. Wir können die auch noch gleich mal so durchhacken. Richtig hacken soll man Knoblauch eigentlich nicht. Aber wenn man da nochmal so durchgeht, tut das dem Ganzen keinen Abbruch und dann landet das gleich nämlich zusammen mit dem Stangensellerie und den Zwiebeln in einem Bottich. Ja Leute, also es sieht nicht ganz so satisfying aus hier mit den schön geschnittenen Zwiebeln und Stangensellerie und dazwischen so diese zerhäckselten Knoblauchzehen. Aber da muss man sich echt keinen großen Kopf machen und passt so. Und wir haben auch ein bisschen sehr viele genommen, aber wir mögen es so. Wenn ihr weniger Knoblauch wollt, nehmt halt einfach weniger Knoblauch. Das ist ja ein freies Land hier, ist ja frei, alles, ihr könnt machen, was ihr wollt, dann macht halt einfach nur eine Knolle rein oder eine Zehe oder wie auch immer. So, wir kümmern uns jetzt hier um diese viel zu scharfe Chilischote. Die ist sehr scharf, oder? Ja, sehr scharf. Ja, sie ist sehr scharf, deswegen Leute, nicht an Stellen packen, an die man sich nicht packen sollte. So, und jetzt schneiden wir diese Chilischote einmal klein, mit Kerne, ohne Kerne, je nachdem wie scharf ihr das haben wollt. Aber da das jetzt gleich ein großer Topf wird, mit sehr viel Essen, mit sehr viel Bolo, gönne ich mir mal die ganze hier. So, und die ganze Chilischote kommt dann
mit hier in diesen Bottich. Also das Einzige, was ihr trennen müsst, ist die Möhre. Und den Rest könnt ihr alles in einem packen. Gut, Leute, nachdem wir unser Mise en Place vorbereitet haben, sprich, wir haben alles klein geschnitten, folgt jetzt das eigentliche Kochen. Von daher, schnappt euch eine Pfanne, denn die brauchen wir jetzt als nächstes. Die packen wir hier auf unseren teuren Induktionsherd. Bitte knallt es nicht so wie ich. Und im nächsten Schritt knallen wir da erstmal einen Flocken Butter rein. Allerdings nicht nur Butter, denn ihr macht jetzt eine Mischung aus Butter und Olivenöl. Nicht zu wenig, nicht zu viel, so ungefähr, wie ich es hier tue. Oh, die Flasche ist leer. Naja, gut, das passt ja. So, und das alles schaltet ihr jetzt auf eine nicht allzu hohe Hitze. Denn wichtig ist, dass ihr jetzt die einzelnen Zutaten, die wir geschnitten haben, bei relativ niedriger Temperatur glasig werden lasst. Also wir werden jetzt hier erstmal eine 10 von 14 einstellen oder 10 von 15, wenn man den Power Mode mit einbezieht. Sobald es aber ein bisschen brutzelt, werden wir es nochmal runterstellen auf ungefähr 8, 7. Müsst ihr dann dementsprechend für euch umrechnen, wenn ihr nur 6 Stufen habt, dann eben auf, also am Anfang auf 4, dann vielleicht auf 3. Genau. Und dann braucht es natürlich auch ein bisschen länger, ist ja logisch. Je weniger Temperatur, umso länger dauert das natürlich. Aber das ist eben auch der Grund, warum wir es so klein geschnitten haben am Anfang. Denn so, ja, geht es trotzdem einigermaßen schnell und am Ende soll es ja eine Bolognese werden, sprich eine Art Ragout. Und da sollen keine riesigen Stücke drin sein. Und gleichzeitig hat es eben auch einen positiven Einfluss darauf, dass es eben nicht so lange dauert. Trotzdem, durch diese Zubereitungsmethode lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit, als es unbedingt nötig wäre. Hat aber alles einen Sinn, alles einen geschmacklichen Sinn. Macht es einfach so, wie wir es machen. Ich schwöre euch, Leute, es lohnt sich. Ein anderer Grund, warum es natürlich nicht zu warm angedünstet werden darf, ist, dass beide Zutaten, die wir jetzt hier schon in der Pfanne haben, sprich Olivenöl und Butter, keine hohen Temperaturen vertragen. Wenn ihr da wirklich mit zu viel Hitze rangeht, dann verbrennt euch das Ganze, schmeckt am Ende bitter und ist auch nicht geil. Und das ist auch ein Grund, warum wir da mit den Temperaturen lieber ein bisschen zu niedrig als zu viel hantieren sollen. Gut, wie man sehen kann, die Butter hat sich aufgelöst und hat sich jetzt mit dem Olivenöl hier gut verbunden, vermischt. Und jetzt packen wir hier unseren Stangensellerie, die Zwiebeln und die Chilischote mit rein. So, das alles vermischen wir jetzt hier einmal gut und lassen das, wie gesagt, auf kleiner Temperatur schön glasig andünsten. Und Leute, es ist wirklich, es riecht mega geil, oder? Mhm. Ich liebe es, wenn Stangensellerie angedünstet wird. Dann noch die Zwiebel dabei. Oh, ich kann die ganze Zeit mit dem Rüssel darüber hängen. Mmh, zauberhaft, Leute. Seht ihr? Zauberhaft. Da haben wir doch unsere Harry Potter Assoziation. Die Zwiebeln und der Staudensellerie und die Chili sind soweit ganz gut angedünstet. Ihr seht jetzt alles schön glasig. Das ist jetzt genau der richtige Moment, um die Karotten reinzutun. Alle schön reinpacken und noch für ungefähr 10-15 Minuten mit andünsten. Wie gesagt, bei ganz kleiner Temperatur, da soll nichts braten, das soll alles nur dünsten. Und genau, das machen wir jetzt hier weiter. Da ist natürlich dann immer auch gut, einmal whoopala, schön durchzuschwenken. Dann vermischt sich das auch gleich viel besser und ihr seht, wir haben hier eine richtig geile Gemüsemasse mit schönen orangenen Punkten, da mal weiß, da mal grün. Es ist ein Kunstwerk für die Augen und für die Sinne. Das Ganze ist jetzt schön glasig angedünstet hier in der Pfanne und jetzt kommen wir zum nächsten Step und zwar braucht ihr jetzt eine relativ große Schüssel, wo der ganze Inhalt der Pfanne reinpasst. Und genau das werden wir jetzt mal hier versuchen, live vor Kamera umzusetzen, indem wir den ganzen Spaß hier reinfüllen. Und das geht direkt daneben. Sehr gut, Daniel. So. Die ganze Masse stellen wir jetzt erstmal beiseite. Gesalzen und gepfeffert ist da übrigens noch gar nichts. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Step. Und zwar müssen wir unser Fleisch, ich würde eigentlich gerne, zeig mal Gänsefüße in die Kamera. Genau, unser Fleisch müssen wir jetzt nämlich als nächstes zubereiten. Dafür nehmen wir uns die gleiche Pfanne wie vorher, die sauber gemacht wurde, und nehmen ein bisschen Sonnenblumenöl, einen guten Schwappel davon in die Pfanne und dann gehen wir her, nehmen unser vegetarisches Hackfleisch und packen das hier direkt rein. Und das Ganze wird jetzt auf hoher Temperatur einmal schön krümelig gebraten. So, wie ihr erkennen könnt, ist unser Hack jetzt hier schon goldbraun angebraten. Und jetzt gehen wir her und salzen das Ganze einmal grob durch.
Ein bisschen Pfeffer darf auch nicht fehlen. Jetzt kommen wir zum nächsten Step. Und zwar müssen wir uns hier nämlich einmal... Nee, warte. Ich glaube, ich packe das lieber in einen größeren Topf. Wir holen uns einen größeren Topf, Leute. Dann geht's weiter. Habt auch einen großen Topf. Ich hab gesagt, das ist ein Topf. Ja, das ist ein Topf. Gut, Leute. Also, next try. Wir haben jetzt hier einen größeren Topf. Das macht die Sache gleich viel, viel leichter. Wir packen einmal alles hier rein. Pfannwender. Einmal hier die ganzen Pfanneninhalt in unseren Topf rein. So, und wenn das Ganze hier wieder warm geworden ist und ein bisschen am Brutzeln ist, nehmen wir uns ein bisschen Tomatenmark und packen ungefähr einen Esslöffel dreifach konzentrierten Tomatenmark mit zum Fleisch. So, ungefähr. Und das Ganze wird jetzt nochmal mit angebraten. Es ist wichtig, dass das Tomatenmark einmal schön mit anbrutzelt, weil es dann ein bisschen von seiner Säure verliert. Ihr werdet vielleicht im ersten Moment merken, dass es hier unten ein bisschen anbrennt. Das ist aber tatsächlich überhaupt gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, dieser Bodensatz hier sorgt am Ende für ordentlich Geschmack. Allerdings muss sich der Bodensatz dafür auch lösen. Und genau dafür haben wir Folgendes am Start. Nämlich unsere Pullo Rotwein. Der Koch muss probieren, Leute, das ist wichtig. Man muss ja wissen, was man reinschüttet. Und da packen wir jetzt einfach mal einen guten Schlückerl mit in unseren Topf hinein. So, ihr seht schon, dieser Pfannwender ist scheiße. So, und wenn ihr das Ganze mit Rotwein abgelöscht habt, seht ihr schon, dass sich der Bodensatz hier sofort löst. Und jetzt kocht der Rotwein hier ein wenig ein. Und das Ganze muss jetzt 2-3 Mal wiederholt werden. Und zwar muss immer dann Rotwein nachgeschüttet werden, wenn der Rotwein hier drin verkocht ist und es wieder leicht anfängt zu brutzeln. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, um nochmal Rotwein reinzuschütten. So, liebe Kamerafrau, schau mal bitte in den Topf rein. Man sieht nämlich jetzt hier schon, dass der Rotwein soweit verkocht ist. Ist nicht mehr viel da. Und jetzt kippen wir, jetzt wird wahrscheinlich wieder alles beschlagen, kippen wir nochmal einen guten Schluck rein. Der beginnt auch so gleich zu kochen und auch der wird jetzt einmal komplett verdampft. Ist am Ende überhaupt noch Alkohol drin oder ist alles dann draußen? Also, dass jemand nachkochen will. Also für Alkoholiker oder Trockenalkoholiker ist es nicht geeignet. Also es ist definitiv noch ein Restalkohol drin, aber solange man kein Problem mit Alkohol hat, ist das kein Problem. Aber es können jetzt keine Kinder nachkochen. Ja doch, also es ist wirklich fast gar nichts. Es ist wie ein alkoholfreies Bier. Der meiste Alkohol verkocht komplett. Also muss man natürlich immer selber für sich entscheiden, aber da bleibt so wenig von übrig, wenn das einmal so verkocht ist, dass tut dem Ganzen keinen Abbruch eigentlich. Ja, der Prozess des Rotweinverkochens ist jetzt 2-3 Mal, wie nennt man das? Halt, haben wir es wiederholt, genau. Und jetzt kommt unser vorhin angedünstetes Gemüse zurück in den Topf mit dem Hackfleisch, dem Tomatenmark und dem Rotwein. Einmal alles da rein. Ja, schön auskratzen. Kamera darf auch gleich mal reingucken. Hoppala, hoppala. So, machen wir den Rest gleich, die Feinarbeit. So, wunderbar. Schaut mal, Leute. Hoppala. Sieht spannend aus, oder? Muss man sagen. Mhm. Hat was. So, das lassen wir jetzt noch einmal kurz ein bisschen andünsten, aber nicht lange, nur so 5 Minuten und dann geht's weiter zum nächsten Schritt. Cool. Gut, Leute, 5 Minuten sind vorbei. Jetzt kommen wir zum spannenden Schritt. Und zwar kommen jetzt unsere stückigen Dosentomaten in das Ganze hier rein. So, Dose 1, alles schön da rein und Dose 2 kommt auch direkt hinterher. Uppala, ich habe mich nur einmal bekleckert, sehr gut. So, und das Ganze rühren wir jetzt schön unter und jetzt kommen wir der Bolognese langsam aber ein Stückchen näher. Oh, riech mal. Mmh. Geil. Genau, Leute. So, jetzt haben wir hier schon mal unsere Tomaten mit in dem Ganzen drin. Jetzt geben wir nochmal einen guten Schuss Rotwein dazu. Das kann auch ein bisschen sehr viel sein. Und wir haben insgesamt hier 1 Liter Brühe.
Davon geben wir auch einen guten Schuss mit rein, aber noch nicht alles. Also ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum das so flüssig ist. Das hat einfach den Grund, weil das Ganze jetzt hier langsam einkochen tut. Und zwar innerhalb der nächsten 2 bis 3 Stunden. Je länger ihr dem Ganzen Zeit lasst, umso geschmacksintensiver wird das. Das heißt, auch wenn die Flüssigkeit verkocht ist, könnt ihr immer mal wieder mit Rotwein und Brühe nachschütten und das Ganze dann wieder einkochen lassen. Je länger ihr dem Ganzen Zeit lasst, sei leise Wasserhahn, je länger ihr dem Ganzen Zeit lasst, umso geschmacksintensiver wird es. Und wir sehen uns, liebe Bodo, jetzt in ungefähr 2 bis 3 Stunden wieder. In der Zeit habt ihr das Ganze auf mittlerer Temperatur. Lasst keinen Deckel drauf, also schön alles verdampfen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, bevor wir jetzt in die wohlverdiente Pause gehen, Leute, ich habe noch ein paar Gewürze vergessen. Ihr merkt schon, das ist hier alles kein Rezeptkochen, sondern wirklich, ne, nach Gehirn. Und deswegen gibt es so viele Fehler. Ich habe hier Oregano. Davon packen wir jetzt hier eine gute Menge rein. Nicht zu viel, nicht zu wenig, eher zu viel. Und dann habe ich noch hier zum Geburtstag meine Kräuter der Provence. Da sind einfach ganz, ganz viele verschiedene, also Rosmarin, Oregano, Thymian, ist alles Mögliche drin. Packen wir auch nochmal eine gute Menge rein. So, und wir gehen noch einmal her, pfeffern einmal gut durch. Wunderbar. Und auch nochmal ein bisschen Salz, wobei da noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil durch das Einkochen wird es noch sehr viel geschmacksintensiver. Das heißt, nur weil es jetzt noch nicht salzig genug ist, heißt das nicht, dass es am Ende des Kochprozesses nicht salzig genug ist. Deswegen lieber erstmal wenig salzen und am Ende nochmal nachsalzen, kurz bevor man anrichtet. So, meine lieben Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es mittlerweile mitten in der Nacht. Es ist dunkel, alles schläft und wir sind noch am Kochen. Genauer gesagt sind wir jetzt aber auch quasi schon fertig, denn wenn man hier einmal reinschaut, sieht man unsere vegetarische Bolognese-Soße. Und ganz ehrlich, Leute, sie ist mega geil. Man muss dazu sagen, es ist nicht die Bolognese für Leute, die gerne viel Soße an ihren Nudeln haben. Es ist eher die Bolognese, die ja ein bisschen weniger Soße hat und eher ein Ragout ähnelt. Aber das tut dem absolut keinen Abbruch. Ich persönlich liebe es so, wie es hier ist. Und ja, letzter Schritt natürlich, um Spaghetti zu machen, Wasser anstellen. Und zu dem Wasser natürlich ein bisschen Salz. Da kommen gleich, also wie man Nudeln kocht, muss ich glaube ich niemandem hier erzählen. Genau, machen wir die Nudeln noch eben fertig. Und dann sind wir quasi schon fertig. Das Ganze hier hat jetzt insgesamt bei uns, ich glaube, 3 oder 4 Stunden geköchelt. Also schon sehr lange. In der Zeit haben wir immer wieder etwas Rotwein nachgeschüttet, ein bisschen Brühe. Wichtig ist halt einfach, dass ihr das meiste davon komplett verkochen lasst. So wie hier jetzt. Und dass es am Ende halt diese Konsistenz hier angenommen hat. Ich habe auch schon probiert, es ist sehr, sehr lecker, sehr intensiv, aber das ist ja auch am Ende ganz gut, damit die Nudeln auch mehr Geschmack abbekommen und die vertragen das auch. So Leute, jetzt machen wir eben die Nudeln fertig und dann sehen wir uns gleich beim Anrichten. Haben wir nicht eigentlich gesagt, dass wir den Leuten nicht erklären wollen, wie wir Nudeln machen? Naja, egal Leute. So, das Wasser kocht, wir haben hier Spaghetti aus der Packung, rein ins Wasser mit Salz natürlich drin und fertig ist der ganze Schmodderdidodder. Gut, also die Nudeln sind jetzt soweit al dente gekocht. Die gießen wir jetzt einfach hier ab. Und fertig ist die ganze Geschichte. Jetzt werden die einmal ein bisschen abgetropft und nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt. Ein großer Fehler, Leute, Nudeln niemals mit kaltem Wasser abschrecken. Dann binden die nicht mehr die Soße an sich. Und deswegen einmal nur kurz so, dann da drauf packen, kurz ein ganz kleines bisschen abtrocknen lassen. Dadurch, dass die jetzt hier dampfen, verlieren die an Feuchtigkeit, werden dann so ein bisschen schlotziger und dann kommt jetzt gleich die Bolo dazu. Es gibt ja Leute, die machen lieber die Bolo auf die trockenen Nudeln auf den Teller drauf. Ich persönlich bin nicht so jemand. Ich mache das lieber so, dass ich die Nudeln dann nochmal in den Topf packe, wo sie herkommen. Und dann packe ich mir ein bisschen was von der Bolo, packe sie hier dazu, so viel wie ihr das für richtig haltet. So, genau. Und dann mische ich das in den Topf einmal durch. Das hat den Vorteil, dass es so ein schön kratziges Geräusch abgibt, was wir alle kennen und lieben. Und dass die Nudeln schon direkt mit der Bolo voll sind und dann so direkt auf den Teller können. So, und dann packen wir unsere Bolognese-Spaghetti auf den Teller. Natürlich könnte man sie auch ein bisschen schöner anrichten, sprich, dass man eine Spaghetti-Gabel nimmt und die aufdreht. Aber so geht das auch, vor allem, weil wir jetzt seit über 5 Stunden auf unser Essen warten, das wir hier gekocht haben.
und mittlerweile einfach nur noch Todeshunger haben. Das sind unsere Bolo, aber was natürlich auf keinen Fall fehlen darf. Genau, was auf gar keinen Fall fehlen darf. Vorsicht, Mikrofon, sonst kommt da Parmesan drauf. Ein paar Parmesansplitter für oben drauf. Oh, ist das geil. Also ich würde da jetzt sehr viele draufpacken, sodass man das eigentliche Gericht nicht mehr sieht. Aber der Schönheitswillen machen wir mal ein bisschen weniger drauf. Meine Freundin wird mir auch dankbar sein. Und dann natürlich, auf gar keinen Fall vergessen, darf man den obligatorischen Basilikum. Und da haben wir es heute. Voila! Spaghetti Bolognese. Und zwar die vegetarische Variante. Und ich verspreche euch, Leute, probiert es zu Hause aus. Sie ist so unfassbar lecker. Es ist so ein geniales Rezept. Und ja, was ihr nur nicht mögen dürft, ist, dass die Nudeln in Soße ertränkt werden. Dann werdet ihr damit nicht so glücklich, aber ansonsten kann ich das jedem nur empfehlen. Und das werde ich mir jetzt reinbuttern. Los geht's! Ja, Spaghetti Bolognese. Jeder hat's schon mal gegessen und trotzdem immer wieder ein Highlight auf dem Teller. Und ich freue mich jetzt, den allerersten Bissen zu machen. Es sieht auf jeden Fall mega genial aus. Aber alles kann noch so schön aussehen, wenn es nicht schmeckt, ist es auch nicht gut. In diesem Sinne, cheers. Also die Chili, die wir reingetan haben, hatte echt Dampf, muss ich sagen. Also die hatte schon einen Pfiff. Es ist jetzt nicht übertrieben scharf, aber vielleicht könnte ich euch da draußen empfehlen, eine Chili zu nehmen, die nicht ganz so scharf ist. Außer ihr mögt es so ein bisschen spicy, dann ist es perfekt. Aber ansonsten bin ich absolut zufrieden. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Leute, stand nie zur Debatte, ob mir das Essen am Ende schmeckt, weil deswegen ist es halt mein Lieblingsrezept dafür und deswegen kochen wir das auch so oft, weil wir es halt so gerne mögen. Dementsprechend war klar, dass ich das Ganze hier gut bewerten würde. Wir bekommen diese Spaghetti Bolognese in der vegetarischen Variante. 9 von 10 möglichen Punkten. Und deswegen, Leute, eine absolute Nachmachempfehlung. Probiert es aus. Ich kann es euch definitiv nur empfehlen. Und Schatz, hast du schon ausprobiert, wie das oder probiert, wie es schmeckt? Ich habe es nur pur probiert, also was, ohne Nudeln. Was würdest du ohne Nudeln sagen, wie es dir geschmeckt hat von 1 bis 10? Also im Vergleich zu den anderen, die wir schon gemacht haben, würde ich 8,5 sagen, weil es mir ein bisschen zu scharf ist. Ja, die Chili ist schon derbe gewesen, ja, das stimmt schon. Ja, aber ich bin jemand, ich mag gerne scharf, von daher auf jeden Fall 9. In diesem Sinne, Leute, hoffe ich, dass euch das Kochvideo gefallen hat. Es war sogar eins mit Kamerafrau, wie man jetzt unschwer erkennen konnte, hören konnte, was natürlich sehr vieles sehr viel einfacher gemacht hat. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das in Zukunft häufiger sehen möchtet, ob wir das immer so machen sollen. Wenn es mir denn möglich ist, würde ich sie auf jeden Fall fragen. Hättest du Lust? Ja. Cool. Habt ihr es alle gehört, Leute? Und in diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf irgendeinem Logo, das hier irgendwo eingeblendet sein wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao zusammen!